Richtig. Unangenehm. Other women are addicted to shoes and I am addicted to every blogger's must have. Oh mein Gott, ich hatte schon vergessen, was es war. Leute! Leute raten, was ich hier habe. Okay, willkommen erstmal zu einem neuen Vlog. Vlog ist Teil 3 und wir starten das direkt, würde ich sagen, mit einem kleinen Unboxing. Und zwar wisst ihr ja, wenn ihr meine letzten Vlogs gesehen habt, dass mein Handy kaputt ist. Und das neue soll kommen, Leute. Ich hoffe, es kommt heute noch. Aber erstmal habe ich hier neue Hüllen und Accessoires und die packen wir einmal zusammen aus. Fangen wir mal an mit der ersten Hülle, dem Grund, aus dem ich ursprünglich bei Burger bestellt habe, denn ich habe diese Hülle gesehen und dachte mir so, wow. Ich finde die richtig, richtig schön. Ich fand das Muster so cute, sowohl für die Weihnachtszeit wegen dem Rot, aber auch danach einfach noch richtig gut tragbar. Und ich habe die in, die haben immer verschiedene Stufen. Ich habe sie jetzt in Elite genommen. Das heißt, hier vorne ist noch was drüber, an der Seite ist es hoffentlich gut protected, weil ihr kennt mich, mir fällt immer alles runter. Und ja, that's my new case. Ach so, und Elite MagSafe habe ich genommen, also so, dass ich das auch mit diesem MagSafe, mit dieser MagSafe-Technologie von Apple laden kann. Hülle Nummer 2 habe ich mir tatsächlich nicht bestellt. Die haben Burger mir netterweise mitgeschickt. Und ich habe ja gerade schon von der MagSafe-Technologie gesprochen. Von Apple ist übrigens, nicht von Burger selber. Aber wir haben hier ein Ladegerät, bei dem man einfach nur sein Handy drauflegen muss und es lädt. Zum einen praktisch, finde ich, für den Schreibtisch oder den Nachttisch und zum anderen sieht das schon recht schick aus. Dann, every bloggers must have. Leute, ich bin sonst Social Media Junkie und ich brauche einfach immer gutes Licht, allein für meine Stories, geschweige denn andere Videos. Und auch wenn das Handy eine gute Kamera hat, das bringt nichts, wenn das Licht scheiße ist. Ich spreche da aus Erfahrung, trust me. Deshalb ein Clip-on Ringlight. Schaut euch das an. Mega praktisch, richtig schick und vor allem relativ robust, sodass man es wirklich easy einfach in die Tasche machen kann. Muss ich gleich mal ausprobieren. Und last but not least, ich bin ehrlich, Leute, ich weiß gerade gar nicht mehr. Oh, doch! Oh mein Gott, ich hatte schon vergessen, was es war. Ah, da freue ich mich drüber, wenn ihr mich kennt, wisst ihr, ich bin eine Suchti, wirklich. Other women are addicted to shoes and I am addicted to Sunglasses. Leute, nice. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob sie die in der richtigen Farbe geschickt haben. Okay, darum muss ich jetzt einmal ganz schnell meine Unboxing-Location umbauen, denn heute Abend kommen meine Mom und meine Schwester, hoffentlich, fingers crossed, Leute, die Bahn streikt heute, aber sie haben gesagt, sie lassen ganz wenige Züge von Hamburg nach Köln fahren und der Zug meiner Mom und meiner Schwester ist bis jetzt dabei, also fingers crossed, dass sie heute Abend da sind, übers Wochenende kommen und ich habe den kleinen Nikolaus-Teller nachträglich noch gemacht, heute ist der 8. Dezember, Freitag, ja, den stelle ich hier gleich wieder hin. Und dann muss ich ganz schnell los. Ich habe nämlich heute 2 Vorlesungen. Heute Abend ist Moritz in Köln. Moritz Scholz, Leute, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Nicer Videograf. Richtig nice. Und wir haben uns irgendwie vor 1,5 Jahren auf der Fashion Week kennengelernt. Und ja, wollten uns treffen auf dem Käffchen und ein Video drehen. Da freue ich mich sehr drauf. Deshalb hätte ich jetzt mal los. Von da aus geht es nämlich dann direkt meine Mama und meine Schwester abholen. Und ja, ich hoffe, dass mein iPhone in der Zeit ankommt. Mein Freund ist zu Hause und sollte es entgegennehmen können. Und ich glaube, es sollte mich beeilen. Leute, das wurde dann doch noch sehr stressig. Ich habe gerade mega knapp die Bahn bekommen und der Bus ist voll vor meiner Nase weggefahren, sodass ich jetzt laufen darf. Und zu spät. Menno. So Leute, schnelles Fahrstuhl, Outfit of the Day. Ich habe mich jetzt in Moritz, drehe ein Video. Ja, wahrscheinlich sogar noch draußen, weil es noch hell ist. Ich habe gerade ein bisschen Puls. Ich wollte die Polizei gehören und dann brauche ich dann los dort. Das war lecker, unangenehm. Egal. Auf geht's zum Moritz. Leute, wisst ihr, was da ist? Mein iPhone. Es ist angekommen, wenn ich in der Uni war. Ich bin jetzt wieder zu Hause, habe mich gerade kurz mit Moritz getroffen, ein Video gedreht. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Und jetzt würde ich das gerne unboxen. Mein Freund hat es irgendwie versteckt. Ja. Das
suche ich jetzt erstmal. Wow. So Leute, bevor ich unboxe, probiere ich direkt mal das Ringlicht aus. Wo geht denn das an? Ah, ich glaube, ich muss es erstmal laden. Das ergibt Sinn. Wo geht es dann an? Da ist der Knopf. Ha! Ich muss es nicht erstmal laden. Kann ich es denn nochmal hoch? Ha! Wieder zu Hause und Leute, gerade was auf mich gewartet hat. Ich unboxe es jetzt mal. Wash your hands. Done. Gently clean the screen using provided wet wipes. Suchen wir mal provided wet wipes. Wow, kannst du das schnell sagen? Provided wet wipes. Okay Leute, wie schön, bitte. Ich bin sehr happy damit. Vor allem geht es hier ein bisschen rum, weil ich bin schussel. Ich schmeiß mein Handy so oft runter. Ich werde es auch gleich direkt versichern. Und ja. Die sind ein bisschen expensive, aber ich denke mir so, bei einem 1600 Euro Handy kann ich auch 70 Euro noch von der Handyhülle ausgeben, damit es nicht direkt kaputt geht. Ah, ich bin so schön. Schau mal, wie es sieht. Ich bin sehr glücklich. Jetzt gleich essen, packen wir jetzt unseren Adventkalender aus, haben wir immer noch nicht gemacht, weil wir es heute Morgen nicht geschafft haben. Und dann, ja, werde ich da meine Daten draufladen. Dann habe ich ein neues Handy. Wie ihr gesehen habt, ich dachte, ich zeige euch einmal meine kleine Morning Routine heute. Ich gehe natürlich jeden Morgen zum Sport, aber ich gehe sehr gerne morgens zum Sport, weil ich bin immer einen total frischen Start in den Tag. Heute war das Workout erst um 10, manchmal ist es auch ein bisschen früher. Es kommt immer darauf an, wie ich ins Bett komme. Ich bin selbstständig und ich stehe gerne früh auf. Aber heute zum Beispiel habe ich mich danach gefühlt, vorher einfach noch ein bisschen zu wagen. Und Rosehaar kann auch zum Glück immer sehr von Hamburg. Ja, und jetzt habe ich aber Hunger. Ich hatte manchmal auch einen Proteinshake heute Morgen, also einen halben Proteinshake. Ich habe noch nicht ganz ausgetrunken. Mache ich gleich noch. Und ich glaube, eigentlich bin ich gerade vom Müsli-Trip, aber ich glaube, heute wird es mit der Porridge richtig kuschelig warm. Und lass uns das mal zubereiten. Ich glaube, wir haben bei Hit schlechtes Apfelmark gekauft. Gut, Leute, wir haben keinen Apfelmark mehr. Das nicht abgelaufen ist. Ich weiß nicht warum, das eben hatten wir auch gerade erst gekauft, letzte Woche oder so. Das muss irgendwie schief gegangen sein, deswegen gibt es Müsli. Müsli und Pasta gehört, by the way, zu den Sachen, die ich nicht, also ich das nicht immer abwiege, weil ich immer einschätzen kann, wie viel ich brauche. Deshalb nicht, wollen natürlich nicht mein ganzes Essen ab, aber bei Müsli und Pasta geht es nicht anders. Time to get ready. Für uns geht es jetzt noch einmal schnell in die Stadt. Ich muss nämlich zum einen ein Video drehen. Wir wollten noch ein bisschen durch die Läden bummeln und vor allem Keksstoßen kaufen. Ich habe es ja schon erzählt in dem Vlog, ich weiß es gar nicht genau. Ich hatte so richtig schöne Keksdosen letztes Jahr. So ein Dreierdings, die alle zusammenpasst, aber nicht so richtig. Wisst ihr, so auf Messi, aber wir matchen so ein bisschen. Habe ich bei Aldi gefunden. Ich fand die so geil und ich finde sie nicht mehr. Ich glaube, mein Ex muss die mitgenommen haben. Hatte wahrscheinlich gedacht, dass das die werden, die seine Mama uns geschenkt hat. Ich bin sehr traurig. Ja, jetzt müssen wir neue holen. Machen wir mal. Mal schauen, ob wir gute finden. Guten Morgen, ihr Lieben. Aufgestanden, fresh gemacht. Ich habe Sportsachen runter. Ihr seht schon, ich habe meine Sportsätze. Und ja, für mich geht es jetzt zum Volleyball. Schauen wir mal. Und deswegen habe ich noch wieder zum Heulen bringen. Wow, Leute, wenn ihr im Sommer meine Storys gesehen habt, wisst ihr, es ist der Beachvolleyballtrainer und ja, der hat einfach schon viel zum Heulen zu bringen. Der mag mich nicht so und ich mag den nicht so. Aber ich spiele nächste Woche Donnerstag
am Volleyballturnier in der Schule waren. Wir haben immer ein ehemaliges Team. Und da wollte ich mal wieder mitspielen. Bin wahrscheinlich mit Abstand die Älteste mittlerweile, weil ich glaube ich vor 7 Jahren Abi gemacht habe. Ja, aber ich finde es immer lustig. Meine Schwestern gehen ja auch noch auf die Schule. Und ich habe aber seit Monaten wieder nicht Volleyball gespielt, weil ich irgendwie mal einen anderen Sport gemacht habe. Und deswegen dachte ich mir, das ist eine gute Idee. Und vor allem endet es ganz kurz, bevor meine Vorlesung beginnt, dann auch nie. Und für einen guten Sport, das ist eigentlich sehr passend. Deswegen hätte ich direkt mal hin. Ja, ihr habt schon gehört, für mich geht es jetzt zum Volleyball, dann zur Uni. Ich spiele beim Volleyballturnier mit einem Kollegen wieder mit, um so ein bisschen trainieren. Und wie gesagt, danach direkt das Vorlesen muss ich eigentlich gar nicht ganz wiederholen. Ja, und heute Abend wollen wir Keksis backen, weil mein Freund fährt morgen zu seinen Eltern und wir haben so ein Keksrezept gesehen. Die habe ich schon einmal gemacht, vor 2 Jahren oder so. Das sind diese italienischen Pistazienkekse. Ich zeige es euch nachher. Und wir dachten, die könnten dann wieder richtig gut schmecken, deswegen machen wir die nachher. Und ja, ich habe bis 15:30 Vorlesung, bin dann erst um 16 wieder zu Hause. Dann ist auch schon abends, muss ich noch ein Video schneiden. Und that's my day. Let's get this day started. Erst muss ich mir noch Masche machen für die Uni. Schnell, weil ich muss eine halbe Stunde da sein, es wird knapp. So, Party People, auf dem Weg nach Hause. Vorlesung vorbei, Volleyball vorbei und ich habe festgestellt, für mich wird es so nach einer Stunde immer richtig anstrengend. Und Leute, ich glaube ehrlich gesagt, das liegt daran, dass ich so wenig sehe. Ich trage jetzt eine Brille und beim Sport natürlich nicht, weil wenn mir ein Ball rauffliegt, ist nicht so geil. Und ich glaube, ich hole mir mal Kontaktlinsen, weil ich glaube wirklich, das ist einfach sau anstrengend für mein Köpfchen, das die ganze Zeit auf die Reihe zu kriegen mit dem Sehen. Jetzt werde ich mir, glaube ich, nachher erstmal einen Termin bei Fielmann holen. Und für diese Kontaktlinsenanpassung hatte ich halt eh schon überlegt, aber. Nee, Leute, ich habe halt eine Sehstärke von minus oder plus. Ich bin kurzsichtig, ich vergesse immer, was ist. Aber 3,25 auf einem Auge. Und dann ohne Brille rumzulaufen, ist schon heavy. Ja, habe ich ewig gemacht. Jetzt habe ich eine Brille, die ich meistens trage. Und ich will aber Kontaktlinsen, weil ich einfach keinen Bock habe, immer Brille zu tragen. Auch weil es manchmal nicht so stylisch ist, wie gesagt, im Sport. Ich mache mir gleich mal einen Termin. Vielleicht kriege ich ja diese Woche noch einen. Leute, ich sitze hier gerade auf dem Sofa, schneide diesen Vlog und mir ist aufgefallen, ich habe euch gar nicht die Keksdosen gezeigt, die wir gekauft haben. Das mache ich nochmal schnell. Schaut mal, hier ist Snowy. Ist by the way ein bisschen messy, das ist die Werkbank von meinem Freund. Gut, reden wir nicht drüber. Das ist die Werkbank von meinem Freund. Das habe ich da längst hingelegt, muss ich zugeben. Also für eine Werkbank ist sie schon echt ordentlich. Und ich finde, die ist sehr schick geworden. Ich hatte euch in einem der letzten Vlogs gezeigt, wie wir die gemacht haben. Nur hier oben drauf muss es noch ein bisschen... Ja, also ich meine, Pflanzen sind schon da, das war ja das Ziel, aber irgendwie eins zu ordnen und so. Und ich glaube, dann sieht es richtig cool aus. Und darum geht es hier aber gar nicht, sondern Snowy. Das ist Snowy. Ich finde den Zylinder echt hässlich. Man hätte auch einen echten Zylinder nehmen können. Haben wir auch überlegt, ihn noch auszutauschen. Aber was sagt ihr zu Snowy? Meet Snowy. Und eigentlich stehen da noch 2 andere Brotdosen. Aber die hat mein Freund gerade mit. Der ist nämlich zu seinen Eltern gefahren, weil der Vater Geburtstag hat. Und wir haben den noch Kekse gebacken und Kekse mitgegeben. Und ja, deswegen hat er die dabei. Aber ich dachte, ich zeige euch Snowy auf jeden Fall noch in diesem Vlog. Und die anderen Keksdosen zeige ich euch dann im nächsten Vlog. Wenn ich schon dabei bin, kann ich eigentlich auch direkt das Outro drehen. Snowy und ich verabschieden uns und wir freuen uns sehr, euch in unserem nächsten Vlog wieder begrüßen zu dürfen.